die Pfiffe zum Schluss nicht verstanden, ehrlich gesagt. Denn ich habe ein besseres 0:0, ein hochklassiges 0:0 gesehen zwischen zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Und Uwe, fang mal an. Ja, so, passt alles. Gut. Ja, ich fand auch, es war ein besseres 0:0 von unserer Seite, muss ich sagen. Mich jetzt mal nur darauf hinzuweisen, dass zum Beispiel den Timo Wehrmann, der unglaublich gut gespielt hat, ein Eigengewächs heute wieder ins kalte Wasser gebrochen hat, sein erster Drittliga-Einsatz. Und das hat er fantastisch gemacht. Was man merkt bei uns, und das ist bemerkenswert, wie wir da trotzdem marschiert sind, dagegen gehalten haben und diszipliniert, gut organisiert gespielt haben die gesamte Spielzeit. Das ist, glaube ich, die vierte englische Woche in Folge. Das ist eine unglaublich hohe Belastung, weil wir auch keine Möglichkeit haben, durchzuwechseln. Und fehlen ja auch für uns ein paar wichtige Spieler, muss man dazu sagen. Und wirklich stolz auf die Truppe, die heute entschlossen als Team sich immer wieder motivierend dagegen gestellt hat. Und ja, es waren sehr Chancen auf beiden Seiten. In der ersten Halbzeit war sicherlich Erfurt vielleicht mit gleichen Chancen plus. In der zweiten Halbzeit waren die klaren Situationen sicherlich bei uns. Ich denke, beide können zufrieden sein mit 0:0. Für uns war es ein wichtiger Schritt nach den wirklich dämlichen Rückschlägen in den letzten drei Spielen. Und jetzt haben wir Samstag einen Abschluss der letzten englischen Woche und dann, dass wir die Mannschaft auch brauchen, eben danach wieder in den normalen Rhythmus zu kommen und zu holen. Stefan, hier wünsche ich deine Truppe bei der super Saison und wir werden auch hart arbeiten, hart kämpfen, alles reinhauen, um weiter den nächsten Schritt zu gehen. Dankeschön. Ja, danke Uwe. Ich grüße auch den Sportdirektor von Robert Osnabrück, Lothar Gatzier, uns ganz herzlich und ja, darf Stefan bitten, seine Einschätzung zu geben. Ersten Punkte verloren, aber wie gesagt, also meine Meinung war, dass es die Tore auch nicht schlecht aussah. Ja, das sehe ich ähnlich. Ich fand auch, dass es ein sehr, sehr gutes Spiel war. Gerade in der ersten Halbzeit sind wir brutal hohes Tempo gegangen, haben wirklich auch immer wieder den Gegner aufreißen können über die Außenbahn, haben uns Chancen herausgespielt, hatten sehr elfmeterreife Situationen, wo ich glaube, dass der Schiedsrichter zwingend hätte pfeifen müssen. Was uns natürlich im Moment noch fehlt, sind so die letzten Pässe, die Passgenauigkeit beim letzten Pass, die richtige Situation zu erkennen und dann auch zu entscheiden, wo der Ball hin muss. Und natürlich auch ein bisschen mehr Glück im Abschluss. Aber die Mannschaft kann über 90 Minuten hohes Tempo gehen. Wir wussten, dass es gegen einen Gegner geht, der auch mit guten Spielern bestückt ist, der natürlich auch gewisse Ansprüche hat. Aber man muss sich insgesamt finden. Jetzt haben wir zu Hause mal nicht gewonnen, aber was das Spiel angeht, bin ich nicht unzufrieden und denke auch, auf dieses Spiel kann man aufbauen. Wir werden natürlich bis zum Erbrechen diese Flanken von außen, diese Zuspiele von außen immer wieder trainieren und werden dann uns irgendwann auch belohnen. Ja, ich habe die Pfiff auch nicht verstehen können, aber es war noch nur vereinzelt und deswegen lohnt es sich nicht, groß mehr darauf einzugehen. Auch Uwe, dir wünsche ich natürlich auch viel Erfolg mit deiner Truppe und eine gute Saison. Stefan sagt, ihr habt Ansprüche, die sind im Blick auf die zweite Liga weiter. Ich glaube, alle Mannschaften, die in der Liga spielen, wünschen sich dann nächstes Jahr oder nächstes Jahr in der zweiten Liga zu spielen. Das ist legitim. Es gibt ja auch die Phasen, wo man davon träumen kann. Die Fans können sowieso realistisch gesehen, müssen wir einfach berücksichtigen, dass einfach die Augenumbruch, ich weiß, für unseren Umbruch müssen wir, glaube ich, ein neues Wort erfinden. Ich glaube, heute hat gerade darüber gesprochen, die Einzigen, die mal punktuell zusammengespielt haben und nicht wirklich, waren Riemann und Hansen. Sonst hat die Mannschaft vor der Saison noch nicht zusammengespielt. Das muss sich ja alles finden. Und dazu muss man eben auch sagen, so ein Spieler wie Stefan Salga, der hat jetzt alles durchgespielt von der ersten bis zur letzten Minute. Und das merkt man auch. Da sind einfach Situationen, wo man ja gar sagen muss, natürlich hat Erfurt ein hohes Tempo gegangen. Aber eigentlich würde man sagen, die torgefährlichen Szenen sind durch einfachste Fehler von uns eingeleitet worden. Und die sind einfach geschuldet an der Konzentration, an der Kopf, dass die Wachheit ein bisschen weggeht. Wie gesagt, wir werden jetzt für Samstag die Kräfte binden müssen.
Und nur noch mit zur Bestätigung. Es war ein attraktives Spiel durchaus. Stefan, ist Olli Kajas eine Dauerlösung jetzt auf links hinten? Er hat heute seine Sache auch wieder gut gemacht, genauso wie in den Spielen zuvor. Ähnlich wie Thomas Stolz es zuvor getan hat. Wir sind nach wie vor in so einer Phase, wo wir schauen müssen, wer passt wo am besten hin. Auch vorne jetzt Drexler mal rechts gespielt, Moabit links, vorne Manu und Reichwein. Nächste Woche oder am Wochenende kann es schon wieder anders aussehen, dass wir vorne mal ein bisschen verschieben. Aber insgesamt denke ich, haben wir ein hohes Tempo auf beiden Außenbahnen mit Officer AE und Drexler und auf der anderen Seite mit Kajas und mit Moabit. Im Zentrum Reichwein und Manu. Irgendwann werden sie diese Dinge dann auch machen. Klar, diese Angriffe, die wir teilweise durchführen über die Außenbahn, da wünscht man sich natürlich, dass der entscheidende Pass dann ins Zentrum besser glückt, beziehungsweise die Flanke besser kommt, weil es waren einige gute Situationen durchgespielt und ja. Von daher, was das Auftreten der Mannschaft angeht, bin ich wirklich zufrieden. Auch was die Laufbereitschaft angeht, verdammt hohes Tempo gegangen, ähnlich wie der Gegner. Und deswegen war es vielleicht im Endeffekt dann auch gerecht, das Unentschieden. Und man kann mal mit so einem 0-0 dann auch leben. Manu hat sich auch ein Bein ausgerissen, hat übrigens vorher in höchsten Tönen von dir geschwärmt und auch vom Lothar, dass er sich da sehr wohl gefühlt hat in Osnabrück, ausgebildet worden bei Uwe Fuchs, ist mir noch sehr hängen geblieben. Was fehlt ihm noch? Wo hat er noch Defizite? Er hat jetzt einen großen Schritt nach vorne gemacht durch dieses Spiel, er hat sich reingekloppt, hat viel gearbeitet, hat Bälle erkämpft, hatte auch wieder seine 1 gegen 1 Situationen und Lothar und Uwe kennen ihn eigentlich noch besser als ich und wissen, dass da noch ganz viele Prozente nach oben vorhanden sind. Aber ich denke, dass es heute auch eine gute Leistung von ihm war, bis ihn die Kräfte verließen. Ja, bitte, Ihre Frage. Mit Mikrofon. Ich hab einen Pfiff nicht verstanden, das war der nach dem Tor von Fischer. Sie saßen besser der Fuß. War das abseits oder was hat er da erahnt? Es war abseits, weil Hinrich das angezeigt. Gut, das ist eine sehr. Entschuldigung, haben Sie eine bessere Antwort? Ja, ich denke, Uwe saß nicht gut und ich auch nicht. Ich saß noch schlechter. Also, um es konsequent zu beantworten, wenn wir zu der Tribüne runtergekommen sind, absolut klares Tor. Und jetzt muss man sagen, die Situation bei Gaetano Manu war. In der Situation trifft man am Fuß, kann man also pfeifen in 11 Meter. Allerdings muss man sagen, dass der Einwurf bei uns vor der Trainerbank war und der CD kriegt den Ball vom Ballium zugeworfen, ungefähr 12 Meter weiter vorne, macht den Einwurf. Insoweit muss ich ganz klar sagen, brauchen wir diesen nicht auszudiskutieren. Es ist so entschieden worden, war für uns natürlich ganz bitter. Ja. Wenn Herr Romo so intelligente Fragen stellt, dann wollte ich mich auch nicht zu Ja, ich habe versucht, eine intelligente Antwort zu geben. Ich sage nur Magger, wer so weiß. Weitere Fragen? Ja, die Balljungen sind gut geschult. Ne? Ja. Ja. Bitte schön. Sie haben gleich schon eine Fußzeit, das ist ein Bewegung von Timo Werner. Jetzt sind Sie am Samstag, wenn Jan Mausberger eventuell zurückkommen sollte, möglicherweise ein Problem. Kommt Jan Mausberger zurück und wenn ja, was ist mit Timo Werner, der hat sich angeguckt worden? Die Frage ist jetzt erstmal, soweit denke ich gar nicht vor, ehrlich gesagt. Ich freue mich jetzt erstmal über dieses Spiel, über die Leistung von Timo. Und es wünsche mir natürlich, dass der Jan zurückkommt. Und der Timo kann das einschätzen. Das eine ist, dass man auf den Punkt die Leistung bringt. Und wenn er gebraucht wird am Samstag, dann wird er auch wieder Vertrauen bekommen. Und der Timo wird genauso auch wissen, wenn er mal wieder einen Schritt zurück machen muss, um weiter an sich zu arbeiten. Ganz feiner Junge. Ich habe am Anfang, als ich die ersten Einheiten gesehen habe, nicht gedacht, dass er dieses Drittliganiveau erreicht. Er hat unglaublich schnell gelernt. Es war beeindruckend, wie er die Dinge, die man ihm erklärt, sofort aufnimmt und umsetzt. Und das Resultat haben Sie heute gesehen, das war wirklich eine vorzügliche Leistung.
bin echt mächtig froh, dass wir den dran haben und muss auch sagen, das ist einfach auch nochmal in unserem Nachwuchsbereich, dass man sieht, da wird wirklich toll gearbeitet und die guten Voraussetzungen da, dass man uns dann weiterentwickelt. Weitere Fragen? Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass mancher Radioreporter am heutigen Abend gesagt hat oder gerufen hat, aus dem Hintergrund müsste Kampel schießen oder Glockner oder Reichwein oder Mannow. Das sage ich nur deswegen, weil Boss Helmut Rahn heute Geburtstag gehabt hätte, 82 geworden wäre. Das ist mir nur so irgendwie aufgefallen heute. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Guten Erfolg gegen Burghausen. Die sind wieder stärker als im vergangenen Jahr. Und wir müssen auswärts was reißen. Endlich auch mal auswärts bekommen. Danke, Uwe. Danke, Stefan. Danke, Stefan. Ja. Moderator. Ich muss mal immer alles gut machen. Ja, ja. Benni.